Boah. Darf ich Ja, jetzt erzählen? natürlich. Okay. Er kam mit circa 20 Leuten. Er hat 20 erstmal eine Leute. falsche. Ja. Das Video siehst du ja nicht komplett. Die meisten, wo die schon rüberkamen, ist die Hälfte schon abgehauen. Okay? Und die Leute, weil er ja so. Jeder, der das Video sieht, er kommt mit einer Kanone. Mit einer Kanone. Ich habe eine Kanone, Jungs, hört mal zu. Eine Kanone, ich bin ein Mann. Mit 20 Leuten. Aber meine Cousins, ja, kamen doch rüber. Er hat geschossen. Also wer ist denn der Feigling eigentlich, der in das Auto steigt mit einer Kanone und haut ab? Guckt euch das Video an. Die haben das Auto angegriffen. Sie wollten ihn haben. Und er hat seine Freunde dagelassen. Er hat drei Boxer wurden erwischt in ein Autohaus. Mein Cousin war im Knast deswegen. Er hat die so windelweich geschlagen, obwohl er eine Kugel hatte. Okay? So windelweich geschlagen. Er hat seine Freunde, die er gerufen hat, wie ein Feigling stehen lassen, weil er Schiss hatte, obwohl er eine Kanone hat, ist ein Auto gestiegen. Ganz ehrlich, guckt euch doch das Video an. Ja, ich Meine glaube, Frage. jeder kennt schon das Video so. Also, es gibt hier so einen kleinen Also, dann Mini-Ausschnitt, den frage ich kann mich, ich wer dir ist denn da zeigen. abgehauen? Zeig das Video, Rapcheck, bitte, jetzt, hier. Bitte zeig mal das Video, Bitte, bitte. dass Sie das sehen. Teil dieses Stream, Also, Leute. einer kommt mit einer Kanone und haut ab. Ist Tschüss. nicht, guck mal, das war nicht die Faust von Libanon. Das war die Faust von Palästin. Boah. Ich weiß nicht, darf man bei TikTok sowas zeigen? Ganz Körper Gänsehaut. Wie sperren ihn jetzt, Mann? Zeigt das nicht. Darf man nicht? Ist das verboten bei TikTok? Also keine Gewalt zeigen. Na, okay, die Leute können das ja dann später einfach selber googeln und Schick mir finden. privat die Spruch auf Insta-Story, damit Abonnenten bei mir kommen. Komm, komm, bitte. Bro, das Video ist 6 oder 7 Jahre Warte, alt, warte, ganz kurz. also. Nein, nein. Aber nochmal, Mahmoud, du hast doch das gesehen, wa? Ja. Er ist doch gekommen, aber wer ist denn abgehauen? Antworte doch bitte. Also, auch Hamad sagt selber, er ist ja selber dann im Auto eingestiegen und dann weggefahren. Also, es ist ja jetzt kein Geheimnis, das sieht man ja Aber auch in dem warum? Video. Aber warum? Er ist doch der harte Kerl. Ich kann das nicht sagen, also weiß ich nicht, was da in dem Moment genau passiert ist. Ich war ja nicht mit dabei. Du sagst, es waren 20 Leute, andere Aber ich sagen, es sag waren nur dir, drei Leute. Wallahi, ich lüge dich nicht an. Meine Ja. Cousins haben es mir erzählt. Dann ist mein Ja. Cousin mit seinem Bruder, weil er gesehen hat, dass drei Leute abgehauen sind, haben sie ihn im Auto ausgesehen. Haben geflennt wie kleine Kinder, Profiboxer. Ich will Okay. ihre Namen nicht sagen, weil die Geschichte ist, wir Ist brauchen das nicht auch gar aufführen. nicht wichtig, müssen wir gar Nur nicht weil sie sagen. dabei waren, wurden sie windelweich geschlagen. Aber wenn ich dich rufe und 5 Leute, Ja. ich würde sie zum Beispiel nicht im Stich lassen, in ein Auto einsteigen und abhauen. Da können jetzt, egal wer, der auf Instagram gerne postet, du Bär, du Löwe, bla 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 bla. Okay? Ich will nicht sagen, ich bin Monster, ich bin Rambo, Alhamdulillah, ich bin nix. Ja. Okay? Aber immer bei der Wahrheit bleiben. Und dann kam es. Dann wurden meine Cousins festgenommen. Und Khidr kann das bezeugen. Weil der liebe Herr sagt, ich schicke immer Leute, weil ich ein Schisser bin. Ich habe mich sofort bewegt nach Westdeutschland. Fragt Khidr. Ja. Aber dieser Mensch war nie aufzufinden. Weil ich Boah. bin ein Vollmann, weißt du? Ich habe ihn bestimmt verpetzt und deswegen haben sie ihn erwischt. Dann kam es zum Gericht. Okay? Folgt mir, Leute. Ja. Dann kam es zum Gericht. Jetzt darfst du wieder. Das Gericht ist sehr interessant. Schau, bevor wir direkt auf dieses Gerichtsthema eingehen, ich spiele mal ab, was Hamad dort gesagt hat, weil es geht darum, dass du angeblich 2,5 Stunden lang geredet hast. Okay. Aber hier hört selber. Haben wirklich mit der Hundertschaft damals dahin und das war auch in der Bild-Zeitung. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was ich werbe, Okay, sondern ja, es war in den okay, dann lass mal. Nachrichten. Okay, hat er seine Auftritte mit Hundertschaft am Rhein. Und ich schwöre dir, Ahmad, ich bin eingeschlafen in seiner Aussage. Der hat 2,5 Stunden geredet. Arafat. Arafat. 2,5 Stunden. Kannst du kurz Pause machen? Ja, es geht halt nur darum, dass du 2,5 Stunden ausgesagt hast. Also es geht um diese Super. Schießerei, okay? Was hast du da Super. gesagt? Super. Also, kann jemand die Zeit stoppen? Ja, mach. Nee, meine ich ernst. Sag los. Okay, mach ich. So. Guck den Witz aller Witze, Alter. Was passiert gerade? Jetzt wird's interessant.
Boah, Screen kommt. Warte. Ich kam rein. Ich kam rein. Ja. Ihr Name, Abu Chaga Arafat. Wie der Vorsitzende fragt, sind heute als Zeuge eingeladen, Sie müssen die Wahrheit sagen, Sie müssen nichts weglassen. Sind Sie verwandt und verschwägert? Ich meinte, ja, das sind meine Cousins. Und mit denen bin ich nicht weder verwandt noch verschwägert. O-Ton, alles klar. Sind Sie verheiratet? Nein, bin geschieden. Haben Sie Kinder? Ja, habe ich Kinder. Fragt man, was arbeiten Sie? Bla, 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 bla. Ja, erzählen Sie mal. Ich so, was soll ich denn erzählen? Ja, was ist denn da passiert? Ich so, ich war nicht dabei. Also, warum soll ich denn erzählen? Ich kann Ihnen gerne sagen, was ich selber, wie Sie das im Video gesehen haben, ich kann genau das wiederholen, was ich da gesehen habe. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Okay. Ja, jetzt halte ich fest. Hamad, red mit seinem Anwalt. Er hat 70.000 auf meinen Kopf gelegt. Er hat 70.000 Euro wanted. Wer ihn umbringt, 70.000. Ich gucke ihn so an. Bei Allah. Ich so, du bist nicht mal 70 Cent wert. Nicht mal 70 Cent. Und weißt du was? Es kommt noch schärfer. Und dann habe ich Ausdrücke auf Arabisch gesagt. Dann sagt er, Herr Vorsitzender, er droht mir. Der Vorsitzende hat gesagt, halten Sie Ihren Mund zu ihm. Warte. Ja. Dann hat die Frau, eine Anwältin, gesagt, ja, wir würden uns gerne ein Video sehen. Dann hat er pausiert. Also habe ich vielleicht 3 oder 5 Minuten ausgesagt. Halt, ich warte ganz kurz. Wir sind aufgestanden und in die Mittagspause gegangen. Aber ich wusste nicht, dass er noch da bleibt und schläft. Fantasie. Jetzt der Beweis. Ich bin einverstanden, dass er seinen Anwalt entbindet. Er seinen Anwalt, nicht mal andere Anwälte, entbindet. Ich bin einverstanden, dass er wiederholt, was ich gesagt habe, wie lange ich da war. Da war noch eine Anwältin, und die kennt jeder auf Instagram. Die Frau Pot. Ja, korrekt, du meinst Arabella Pot oder sowas. Ne? Arabella Pot. Barello, warte kurz. Arabella Pot war die Anwältin von meinem Cousin. Ich